Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer kurzen, knackigen Vorstellung. Und zwar geht es sich heute um den Aquawind EcoChick von Tunze. Es ist ein Aquarienlüfter, den man für unterschiedliche Dinge einsetzen kann. Ich zumindest. Was ich alles damit mache, was ihr damit machen könnt und was generell mit dem Gerät noch möglich ist, werden wir jetzt in diesem Video hier behandeln. Ja, Aquarienlüfter sind immer so eine Sache für sich. Wir haben grundsätzlich immer die Probleme im Sommer, dass wir, ich sag mal, Lüfterbatterien aufstellen, die eine riesen Fläche einnehmen, die laut sind, was natürlich unschön ist für, ich sag's mal, das Raumgefühl hier. Und Tunze ist hingegangen und hat gesagt, wir würden gerne einen Lüfter bauen, der zielgerichteter arbeitet, energieeffizient ist. Okay, die Lüfter heutzutage brauchen alle nicht wirklich so viel. Und dazu dann noch, ich sag mal, einiges schafft in, ich sag mal, Becken der Standardgröße. Becken der Standardgröße, sagt Tunze, muss ich eben gucken, das waren, glaube ich, bis 800 Liter und bis zu einer Länge von 2 Metern. Schafft dieses Gerät es, wenn es richtig installiert ist, das Becken 2 bis 4 Grad runter zu kühlen durch zusätzliche Verdunstung, die durch diesen Wind entsteht. Also wir pusten im Prinzip den Wind über die Wasseroberfläche ganz flach drüber und dadurch wird die Verdunstung angeregt. Das heißt, in dem Moment wird mehr Wasser aus dem Aquarium heraus verdunsten und durch diesen physikalischen Prozess entsteht Kühle. Das ist einfach so. Ja? Also wenn Wasser verdunstet, entsteht Kühlung. Und diese Kühlung beträgt mit diesem Gerät ca. 2 bis 4 Grad. So, jetzt hatten wir, wie anfangs schon gesagt, grundsätzlich immer die Problematik, dass die Lüfter meistens, ich sage jetzt mal, so verbaut waren. Wir haben eine Lüfterbatterie über die Breite gehabt und die haben dann quer drüber geblasen. Tunze ist jetzt hingegangen und hat den Lüfter waagerecht eingebaut, also flach eingebaut. Die Luft wird von oben gezogen und nach vorne herausgedrückt. So, wir haben hier, glaube ich, Breite, lass mich nicht lügen, 150, Tiefe 148 und ich muss alles ablesen, ich habe Kopf wie ein Sieb, Höhe 55. So, es ist hier auf der Website dargestellt, dass das eigentlich nur auf senkrechten Stegen, also sprich so drauf verbaut wird. Das geht einmal auf Poolbecken ohne Probleme. Aber wir haben natürlich auch die Problematik, dass wir Becken mit Stegen haben. So, jetzt haben wir aber zwischen Steg und Oberkante in der Regel ein bisschen Luft. Dann kann man das natürlich auch noch hier oben draufsetzen, weil diese Halterungen hier, die sind tatsächlich sehr griffig. Auch mit wenig Auflagefläche halten die noch sehr gut. So. Dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze hier, die Halterungen, Moment, das muss ich ein bisschen losschrauben, weil die sind nämlich verschraubt. Und da hinten plätschert es gerade. Ich habe eben mein Becken ein kleines bisschen verändert hier. Kann ich den Winkel verstellen, wenn ich das möchte? Das ist machbar. Bis zu einem gewissen Punkt, also in diesen Winkel kann ich dann hingehen und kann den dann verschrauben. Ich kann das Ganze noch ein kleines bisschen tiefer setzen und dann verschrauben. Dann habe ich einen fest eingestellten Winkel und kann von außen hingehen und das Gerät sauber befestigen. So ist es erstmal gedacht. So, jetzt haben wir den Pott da hinten wieder stehen. Ich bin ja mal wieder ein Sonderfall, wie immer, wisst ihr ja. Ich muss jetzt hier einen kleinen Umbau machen, weil ich ja einen umlaufenden Rand habe und wie der entsprechende Winkel, sag jetzt mal, die Halterung, ist zwar alles ganz schön, hier, müsste von da sein, ich muss die aber genau um 180 Grad gedreht haben, damit die bei mir zum Einsatz kommen kann. Weil ansonsten würde ja nur nach außen pusten, das bringt ja nichts. Also müssen wir das Ganze umdrehen, umbauen. Das könnt ihr übrigens auch selber machen, das ist kein Problem.
Ihr könnt hingehen, wenn ihr das wollt und möchtet oder hier der Abstand euch hier zu groß ist, das Ganze nach innen setzen und somit die Fläche, die das hier einnimmt, verkleinern. Dafür müsst ihr die Schrauben umdrehen, das nach innen setzen, wieder festmachen. Ich werde es jetzt auch kurz umbauen, nämlich um 180 Grad drehen, sodass die Öffnung in die andere Richtung zeigt. Und dann kann ich den im Prinzip da hinten verbauen. Da warte ich jetzt aber noch mal kurz mit, weil was uns natürlich alle wahnsinnig interessiert, A, was verbraucht das Gerät? Tatsächlich nur 1,7 Watt Leistung, Aufnahme. Wird behauptet, müsste ich jetzt mal tatsächlich an der Schaltsteckdose dran packen. Aber tatsächlich ist nur ein Lüfter, er kann nicht so viel brauchen. Wie gesagt, Winkel kann ich verstellen, habe ich auch gemacht. 0 bis 22 mm Glasstärke für die Aufnahmen. Dementsprechend leise soll er sein. Das hören wir gleich. Und jetzt muss ich eben mal kurz gucken. Hier die Warranty dürfte auch bei 5 Jahren noch liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Spritzwassergeschützt ist er. IP57. Ja. Also der verträgt schon was. Und komm, wir machen jetzt einfach mal direkt hier mal gucken. Wir gehen ein kleines bisschen mit dem Mikro näher ran, weil mein Mikro das sonst rausfiltert. Ja, es ist zu hören. Um Gottes Willen, ich höre einen Ventilator. So, jetzt ruft euch mal in Erinnerung, was ihr bisher an Batterien, an Lüfterbatterien drauf hattet. Und holt euch die Akustik zurück. Es ist in meinen Augen, gerade auch von der Bauweise her, nicht möglich, das Ding wirklich vollständig lautlos zu gestalten. Aber, und jetzt kommt das Schöne, ich kann das Ganze steuern. Weil wir haben ja hier noch unseren Smart Controller 7000, der im nächsten Video zum Zuge kommt. Bei diesem Smart Controller ist es möglich, über einen kleinen Kabelbaum, ein Multikabelbaum ist das wohlgemerkt hier, hinzugehen. Jetzt muss ich gucken. Hier sind zwei Anschlüsse. Das eine ist zum Steuern, das andere ist Stromversorgung und gleichzeitig auch Steuern. Finden wir dann daraus. Ich kann hingehen und kann diesen Lüfter tatsächlich über diesen Multicontroller ansteuern. Und zwar nicht nur an und aus, sondern ich kann auch tatsächlich hingehen und eine entsprechende Drehzahl einstellen. Also meinetwegen bei einer Temperatur von 26 Grad sage ich, komm, lass es schon mal ein kleines bisschen ankühlen. Ja, dann kann ich den auf, ich sage es mal, auf 50% Leistung laufen lassen. Das kann ich einstellen. Das geht über diesen Controller. Habe ich jetzt tatsächlich nur einen Thermocontroller von einer anderen Firma, Aquamedic, Refactory und wer da alles produziert, dann haben wir tatsächlich nur die Funktion an-aus. Das ist schon mal Fakt. Ich habe den tatsächlich in der Form bei mir da hinten über dem Schacht installiert, um Luft unter mein Aquarium drunter zu pumpen, weil ich ja momentan hier noch im Winter die Abdeckung drauf habe. Und wenn ich die Abdeckung drauf habe, dann beschlagen die Scheiben, also muss ich da Luft drunter pumpen. Wie gesagt, meine Low-Tech-Lösung hatte ich euch im letzten Video gezeigt, bei den Pumpen war das, genau, sah bescheiden aus, hat funktioniert, aber war nicht hübsch. Das hier ist jetzt tatsächlich die Variante, die da hinten schön sauber in die Ecke verbaut wird. Sie ist A, formschön, sie passt da hinten super hin. Allerdings muss ich halt die Halterung kurz umschrauben. Da machen wir jetzt einen Schnitt. Ich bringe das hier eben kurz in die Position, wie ich das gerne haben möchte, und dann machen wir weiter. So, Operation gelungen, Patient tot. Nein, hat tatsächlich funktioniert. So, ich habe die jetzt andersrum montiert hier, dass ich die
dementsprechend hier so verstellen kann. Ich habe sie auch von außen nach innen gesetzt. Ich könnte es auch umgekehrt machen, wenn ich das bräuchte, wenn ich eine größere Fläche beanspruchen möchte. Ich möchte die aber recht nah beieinander haben. Ich habe jetzt tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze so im Becken zu montieren. Aber jetzt müssen wir auch direkt wieder, muss ich direkt wieder darauf hinweisen, die Schrauben hier unten, die hier unten drin waren, die dafür da waren, um das da zu befestigen, die solltet ihr nach Möglichkeit rausnehmen, damit die nicht die ganze Zeit im Wasser sind. Es reicht, wenn die Plastikteile hier im Wasser sind. Da gibt es keine Probleme, das vertragen die, das ist lebensmittelecht. Aber die Schrauben solltet ihr nach Möglichkeit rausnehmen, wenn ihr die Variante so macht. Des Weiteren solltet ihr darauf achten, wenn ihr das Ganze montiert habt, dass ihr die Schrauben hier oben etwas fester zieht. Weil ihr ja hier hinten keine zusätzliche Befestigung mehr habt dadurch. Ja, also ich kann den Winkel verstellen, so wie ich ihn gerne brauche. Ja, das ist machbar. Werde ich auch gleich installieren und euch dementsprechend zeigen. Und wenn ich den Winkel gefunden habe, dann ziehe ich das Ganze wieder ab. Gehe hin und mache die Schrauben einen Tacken fester. Nicht zu fest, ihr wisst, nach fest kommt ab und hier ist eine Plastikverbindung, also sollte nach Möglichkeit nicht brechen. Zieht das etwas fester und dann ist der Winkel fest eingestellt und dann passiert auch nichts mehr. Dann ist das Ding so dementsprechend vernünftig montiert. So, ich werde das Ganze jetzt erstmal montieren. Ich fliege mit euch gleich mal nochmal kurz übers Aquarium, dann könnt ihr sehen, wie momentan das da aussieht. Und dann machen wir in einem Zeitraffer eine Aufnahme von oben, wie der Aquavind hier das dementsprechend frei pustet. Kurzer Schnitt. Bis gleich. Ja, Leute, ihr seht, Zeitraffer läuft. Den blende ich euch jetzt mal kurz mit ein. Der Ecowind läuft da hinten ganz normal über Normalstrom, also sprich über eine Schaltsteckdose habe ich das gemacht, über einen Smartstecker mache ich den an und aus, habe da was programmiert und das wird sich ja demnächst ändern, wenn das Ganze dann hier über den Smart Controller 7000 läuft mit dem entsprechenden Kabelpaket da dran. Ist natürlich echt Wahnsinn, also ja, das ist... Ich muss tatsächlich noch zwei von diesen Kabelbäumen haben, weil ich tatsächlich noch zwei Schaltsteckdosen habe, die ich darüber steuern möchte. Und von daher ist das Ganze hier, ja, muss ich gucken, wie ich die ganzen schönen Kabel verstecke. Aber das kriegen wir auch schon hin. Ne? Habe ich sowieso schon ein gutes Kabelmanagement da drin und dann funktioniert das auch. Ja, nächstes Video wird sein. Der Smart Controller 7000. Das wird ein bisschen dauern, weil ich mich mit dem Ding intensiv beschäftigen muss. Damit ich euch auch keinen Mist erzähle und euch genau erklären kann, wie es geht, wie es funktioniert, was man damit machen kann. Alles kann ich tatsächlich hier dran nicht ausprobieren, weil ich werde hier kein Licht steuern können. Das ist dann für Kessellampen oder ähnliches gedacht. Aber wie gesagt, ich kann meine Pumpen steuern, ich kann meine pH-Steuerung machen, ich will die Temperaturregelung darüber machen, zumindest die Kühlung. Muss ich gucken, wie das gegebenenfalls mit den vorhandenen Steckplätzen auskommt, weil ihr seht, hier haben 1, 2, 3, 4 Öffnungen und jede Öffnung ist eine Funktion im Prinzip. So, das heißt, wir können erstmal 4 Sachen anschließen. Ob ich die Pumpen zusammenkoppeln kann, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Auf einen legen. Dann hätte ich ja dementsprechend genug noch frei, um alles zu steuern, was ich gerne hätte. Werden wir sehen. Kommt im nächsten Video. Wie gesagt, zu dem Controller selber, da wird eine kleine Videoserie kommen, damit ich euch tatsächlich erklären kann, was da alles möglich ist. Das schon mal als Vorab-Info. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Aquavind, wie gesagt, den habe ich jetzt schon seit einer gewissen Zeit im Einsatz. Ich bin mal gespannt, wie es von der Lautstärke her wird, wenn ich den tatsächlich über den Controller steuere. Jetzt ist natürlich ein gewisses Grundrauschen da durch den Ventilator. Das ist aber normal. Also der ist schon leise. Also da kenne ich sehr viel lautere. Also ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber ihr selber wisst, wie laut Kühlventilatoren sein können. Und dafür ist er ja eigentlich grundsätzlich gedacht.
dass er kühlen soll. Das heißt, dann, wenn wir wahrscheinlich draußen im Garten sind und hier drinnen Temperaturen herrschen, dass unsere Wassertemperatur dann hochgeht auf 26, 27, 28 Grad und wir definitiv eine Variante brauchen, um das Becken runterzukühlen. Dafür ist der ursprünglich gedacht. Ich zweckentfremde den hier und da ein bisschen. Aber weiteres würde ich dann sagen, machen wir dann in dem Video zu dem Controller. Und solltet ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Ich hoffe, es war interessant für euch, mal eine andere Bauart, Bauvariante zu sehen, die tatsächlich ziemlich effektiv ist, fände ich. Also mit einem Ventilator tatsächlich ein komplettes Becken zu kühlen, das ist eine recht geile Sache. Entschuldigt. Hier kühlt es momentan nicht so stark runter. Hat natürlich den Hintergrund, dass hier hinten noch die Deckel drauf sind, dass die Feuchtigkeit nicht komplett weg kann. Wenn das Becken offen ist und dann drüber gepustet wird und die Luft nach oben weg kann, dann ist natürlich der Effekt, der dadurch entsteht, diese Oberflächen, dieses Mitreißen der Feuchtigkeit aus der Oberfläche, die Verdunstungskühle, die dann entsteht, sehr viel größer als wie so, wie ich es jetzt betreibe. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.